wir haben eine solche Persönlichkeit, Legende, Berühmtheit hier bei uns sitzen. Und das ist kein geringerer als Helmut Dehne. Ja, damit, also das ist wohl das Mindeste. Da kennen mich tatsächlich ein paar. Es sind nicht nur ein paar. Es ist tatsächlich, es kommt vor, dass irgend so ein TikTok-Mensch, der in der Welt lebt, noch nichts von dir gehört hat. Ja? Aber ich sag mal so, sowieso alle Silberrücken wie ich oder sowas, wer dich da nicht mitbekommen hat im Laufe seines Lebens, der muss, ich weiß nicht, wo der gewohnt oder gelebt hat. Denn ich versuch mal so ein paar Sachen. Es war sehr kurzfristig, dass Helmut kommen konnte. Ich habe selbst ja auch meine eigene Nummer mit Luis da drüben hierher zu verfrachten gehabt. Deswegen bin ich eigentlich schlechter vorbereitet, als es sich gehört. Deswegen muss Helmut mir helfen. Na klar, Nürburgring, Nordschleife, ewiger bestehender Rekord ist von dir. Mit Unterfahrschutz. Siehst du? Da waren sie schon. Und das war auf einer RC30, wenn ich es recht entsinne. Richtig. Ja, da war ich erstaunt, als ich das noch mal kurz nachgeguckt hatte. Für mich warst du immer BMW. So bin ich groß geworden. Ja. Bei BMW, mit BMW. Ja, als was bei BMW? Ich war bei BMW in der Entwicklung als Mechaniker. Später habe ich dann eine kleine Abteilung gehabt, in der wir Aggregatversuche gemacht haben mit Motoren. Und dann bin ich später zum Metzeler, zum Reifenhersteller gegangen. Das hast du jetzt aber ganz schön abgekürzt. Naja, die Leute schließen sich ja die Füße im Bauch. Ja, die können noch. Die sind alle noch fit. Die trinken nachher alle erst. Bei BMW bist du ja dann mit irgendwelchen Kollegen mal beim Nürburgring gelandet, weil du kommst ja aus, unverhörbar, aus Süddeutschland. Der Nürburgring ist in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen. Wieso bist du da so, ich sag mal, hängen geblieben? Ja, das ist eine längere Geschichte. Voraus. Ich habe schon als Jugendlicher die Zeitschrift Motorrad gelesen und der Klacks, kennt man den? Ernst Leverkus, Journalistenlegende. Der hat mich begeistert mit seinen Nürburgring-Berichten und seinen TT-Berichten. Da habe ich mir gedacht, da muss ich mal hin. Siehst du. Mit NSU Quickie. aber ich glaube, das ist lustig, aber spannender ist das mit BMW gewesen, finde ich. Ja, wir haben damals die R75-5 entwickelt. Und da wurde da oben viel getestet und mein Lehrmeister war unser Versuchsfahrer. Wir hatten nur einen damals, heute haben sie 100 und der hat mir den Nürburgring gezeigt und gelernt und da bin ich ganz stolz drauf. Unser Manfred Zeller, der wird gerne verwechselt mit Walter Zeller, der berühmte BMW-Fahrer, war der Manfred nicht, er war nicht verwandt mit ihnen, aber ein super Talent. Leider beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Und dem traue ich heute noch nach, das war ein super Typ und der konnte Motorrad fahren, das war eine Schau. Der kam mal zurück aus einer Runde Nürburgring und da war der Ventildeckel oben angeschliffen. Da habe ich gesagt, ja sag mal, wie hast du das gemacht? Also, am Wippermann bin ich ein bisschen nah an den Randstein hingekommen, da waren die Randsteine noch eckig. Dann hat er den Zylinder so reingehalten, dass er oben an der Senkrechten des Randsteins gestreift hat. So genau ist der gefahren. Und so bist du dann reingerutscht und da, aber irgendwie auch leidenschaftlich hängen geblieben. Ja, klar, ich war in der Motorradentwicklung, aufgewachsen im Geländesport. BMW hat ja damals werkseitig Geländesport betrieben mit ganz tollen Motorrädern. Das waren die Vorläufer von der R75-5. Und da durfte ich dran arbeiten und es war eine Ehre, wenn man bei BMW so einen Job kriegt. Ich glaube, da wäre ich auch ganz glücklich gewesen. Ja. Und ich habe mir neulich, das kann ich nur jedem empfehlen, ich meine, es ist deine Rekordfahrt
auf dem Nürburgring, wo du sogar noch Kameras, Riesendinger, damals an Bord hattest. Nee, eine Kamera hatte ich da nicht an Bord. Ah, ja. Das haben wir nachgestellt. Aber Data Recording hatte ich an Bord. Ja, das war nicht das, was wir heute als Action Cam kennen, so in Würfelgröße. Das war noch richtig Equipment. Das war 5 Kilo im Rucksack. Ja, das sieht man auch, weil auch eine Kamera ja so ein bisschen auf dich gerichtet ist. Ja. Da habe ich gedacht, was sind das hier für... Der fährt doch nicht mit Rucksack. Ja, musste er. Und erzählt praktisch so, das ist auf YouTube zu finden, gebt das ein, findet ihr sofort. Das ist so ein geiles Video, wie tiefenentspannt er dabei erzählt. Und ja, da bin ich hier, jetzt. Und mir wird schon schwindelig vom Zugucken. Ja, aber das war im Studio. Na, ja, klar. Ja. Ach so, du hast es nachvertont. Ja, nachvertont. Ja, ich dachte, du hättest dann eine Mikro so entspannt, gehabt. So entspannt spreche ich auf dem Motorrad nicht. Ja, dann ist ja gut. Und ja, dann bist du aber irgendwann zum schwarzen Gold gewechselt. Ja. Metzeler, ja. Reifen. Michael Kraus war mein Vorgänger bei Metzeler, das war ein berühmter BMW-Fahrer, zweiter Mann im Schorsch-Meyer-Team damals. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht sein Nachfolger werden will. Er muss in Rente gehen. Und nach langem Überlegen, mir hat es ja gut gefallen bei BMW, habe ich es gemacht. Gab auf den Schlag ein Tausender mehr und sagt man nicht so gerne nein. Ich habe immer gemerkt, man hat das ja mitbekommen. Du warst ja, glaube ich, auch sogar in den Zeitungsanzeigen von Metzeler. Warst du ja auf den Fotos auch zu sehen mit deiner roten Kombi, wenn ich es richtig entsinne. Das ist vorgekommen, na? Ja. Ja. Und so bist du bei mir auch einfach irgendwie hängen geblieben. Was ich aber nicht wusste, dass du, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, 26 Mal die TT auf der Isle of Man gefahren bist? Ja, aber Joey Dunlop hat so oft gewonnen. Ja, aber Joey Dunlop ist ja aber auch, die ganze Familie ist ja bekloppt. Aber ich würde sagen, du bist ja eigentlich nicht bekloppt. Aber wer das freiwillig macht, und einmal hat er auch gewonnen, wenn ich es recht entsinne. Richtig. Und glücklicherweise hat er sich nicht... Ja, ja, macht ruhig. Ich muss mal aber schon dazu sagen, ich habe nur gewonnen, weil die Ducati vor mir ausgefallen ist. Aber... Das muss auch jedes Mal loswerden. Selbst schuld, wenn man Ducati fährt. Und du hast ungefähr 360, 370 Rennen insgesamt bestritten. Ja, Moment, kurz. Genau weiß ich das auch nicht. Ja, muss ich mal in meinen Computer reinschauen. Ja, aber ich glaube, es waren 369 oder ja, sowas. So, Achtung, so viele Rennen gefahren und davon hat er über ein Drittel gewonnen. Egal, wo er gefahren ist. Er hat ja alle möglichen Meisterschaften gefahren, ja? Da habe ich mir gedacht, so, das ist doch irgendwie schon fast unanständig, ja? Weil alle wissen ja, wenn Helmut mitfährt, ja komm, ich bleibe wieder, oder? Ja. Da hörte ich oft, ja, wann lässt man die Jungen hin? Da habe ich gesagt, die müssen halt kommen, die müssen sich anstrengen. Das ist heute auch geschehen. Jetzt möchte ich das Wort an Monika erstmal wieder geben, weil sie war dabei, ich war mit meinem Sprint noch beschäftigt. Erzähl ihr beide, was passiert ist. Ich erzähle nichts. Ach Helmut, jetzt aber gut. Also... Natürlich haben wir dafür gesorgt, dass Helmut auf die Sprintstrecke. Ich habe ihn gefragt, ob er noch geradeaus fahren kann. Geht das? Achtelmeile? Ja, hat er kurz überlegt und gesagt, ja, kann ich. Und dann sind wir heute auf der Strecke gewesen. Dann bist du gegen Lena auf einer Kawasaki gefahren. Ich sag mal gerade, wie ich es am Anfang gesehen habe. Wir wussten nicht, dass ein Testlauf gemacht wird. Er ist ein bisschen später gestartet. Und da habe ich gedacht, oha. Habe aber dann gar nicht hingeguckt, weil ich dachte, das wäre erledigt. Nee, der hatte hinten sowas von abgekoffert. Dann hörte ich, ja, ist aber nur ein Testlauf. Siehst du, man braucht nicht mehr als 60 PS. Und dann kam der richtige war das, Lauf. War das mit deiner 80 PS, die ja, hier steht? Ja, mit der ist er. Ja, ist ja für einen Sprint geometrisch genau das Richtige. Da warst du bei, komm.
Wie alt war die Dame? Wie alt war die Dame ungefähr? Keine 90. Nein. Bist du auch noch nicht? Noch nicht. Aber dürfen wir sagen? Helmut ist 79. Noch nicht. Aber noch nicht, bald, du wirst. Aber bald. Du wirst, gut. Danke für die Korrektur. Ich habe schon vorhin zu ihm gesagt, wenn ich mit 79 noch so zu Wege bin, weil er ist auch mit dem Moped hergefahren, ja, also nichts Trailer Queen oder irgendwas, und er fährt auch wieder damit nach Hause. Mit meinem Spätzle Manfred, da sitzt er. Ja, sein Kumpel. Der ist 82. Ja, je Olla, je Dollar. Geil. Den kenne ich schon seit er 69 ist. Ja, da schau ich. Ihr haltet es völlig nicht mehr aus. So, zurück zu Helmut. Ich weiß, dass ich noch auf irgendeinen Punkt eingehen würde. Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass du dem Rentendasein frönst und nur noch schöne Touren ums blumige Eck oder so. Du bist ja immer noch tätig, wenn ich das richtig gelesen habe, wenn das nicht überholt ist. Ja, beschäftige mich nach wie vor. Was machst du? Auch mit Motorrädern, ich habe 4 Stück und da gibt es immer was zu schrauben. Und das macht Spaß. Und dann mache ich selber noch eine Veranstaltung. Ich machte mal die Dolomitenrallye 50 Jahre lang. Und jetzt mache ich keine Rallye mehr, sondern ein Treffen. Da treffen sich die alten Mitstreiter, die da die Rallye immer mitgefahren sind. Das ist so eine Familie, so eine kleine, und das mache ich immer noch. Und dann ab und zu halte ich mal einen Vortrag, wenn einer was hören will. So bin ich beschäftigt. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum du hier sitzt. Das ist ja jetzt nicht gekaufte PR und irgendwas, sondern dir liegt Messi ja auch schon lange am Herzen. Und das, was dahinter steht. Ja. Ihr kennt euch, glaube ich, schon wie viele Jahre? Von Anfang an. 20 Jahre. Da habe ich mir gedacht, Mann, was lädt sich die Frau auf? Aber es ist aller Ehren wert, was sie leistet. Die kleine Person, heute hat sie mir gesagt, 38 Kilo. Wie viel? 38 Kilo? Das ist jetzt, das ja, musst du mitschreiben. Das ist unglaublich, was die für eine Energie hat. Ja, ja, dafür gibt es ja so... Mit die Hirn rumschlagen, oh Gott. Ja, das sind so die Worte, dann Wadenbeißer, Kampfdackel, die kriegst du nicht totgetreten. Ja, die kleinen Wadenbeißer. Ja, ja. Helmut, willst du uns noch einen erzählen? Ja. Hast du noch irgend... Oder sagst du jetzt nur keinen Bock mehr? Du musst mich was fragen. Will jemand was wissen? Ja, genau, ja. Gute Idee. Fragerunde. Möchte jemand was wissen? Nein, also können wir aufhören. Nein, du bleibst bitte bei uns, und wenn dir irgendwas dazu einfällt, zu dem, was jetzt, wer noch kommt, Quatsch dazwischen, ja, keine Etikette, wir sind hier unter uns. Helmut, ich habe eine Frage, also ich hätte viele Fragen, aber eine im Zusammenhang mit Merci. Du bist Bergrennen gefahren, du bist Straßenrennen gefahren, du bist Offroad gefahren und vor allem Nordschleife und dann die TT. Und ich glaube, auf der TT gibt es nur ein Gesetz. Nicht stürzen. Stürzen ist eine sehr schlechte Idee. So hohe Bordsteine, Telefonzellen mit Strohballen verkleidet. Du bist heute über Landstraße von Bayern hergekommen. Wie siehst du als Rennfahrer mit all diesem Horizont, mit diesem Hintergrund, das Fahren, das Risiko, die Gefahr auf einer ganz normalen deutschen Landstraße? Ja, ungefähr 20 Mal größere Gefahr als auf der Isle of Man. Gut, zumindest kommt ja auf der Isle of Man normalerweise keiner entgegen. Es gibt mal ein Pferd, das auf die Strecke springt, das ist auch nicht gut. Aber das sind halt Dinge, die passieren mal. Aber auf der Straße kann dir hinter jedem Hause kann einer vorschießen und dir die Vorfahrt nehmen. Also es ist viel gefährlicher auf der Straße als auf jeder Rennstrecke. Wenn man den Spaß auf der Rennstrecke mal erlebt hat, dann mag man auf der Straße gar nicht mehr so gern fahren. Helmut, ich weiß, ich war noch ein junger Spund. So in meinen Jugendjahren habe ich in der Motorrad mal einen Test gelesen über ein Motorrad, was dich sehr früh geprägt hat und was dich lange begleitet hat, auch auf der TT. Und ich möchte wissen,
Was ist daraus geworden? Ich hatte schon die Hoffnung, dass du mit der heute anrückst. Das ist die R75-5 in Daytona Orange mit Knoscher, Höcker, Knoscher Verkleidung. Was ist aus dem Motorrad geworden? Das steht daheim in der Garage. Fährst du das auch noch? Ja, freilich. Auch auf der Rennstrecke? Ja, erst am Nürburgring damit. Oh, cool. Er kann es nicht lassen, er kann es einfach nicht lassen. Da wundern sich so manche Superbiker. Du bist ja auch Instruktor beim Action-Team. Und wir haben ja gerade gehört, du wirst bald 79. Das machst du aber schon auch noch, wenn du 80 bist, oder? Ich habe mir vorgenommen, bis 80 mache ich es. Ich glaube ihm kein Wort. Vielleicht noch ein bisschen länger, das müssen wir mal abwarten. Bravo, bravo. Solange ich einen Haxen über die Sitzbank kriege. Sonst nimmst du einen Roller. Also immer ein Einspur-Rollator. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Du bist TT gefahren auf BMW, logisch, du hast gewonnen. War das eigentlich noch eine Rechnung, die du offen hattest 1976, weil du ja 1975 in Führung lagst und dann ausgeschieden bist? Bist du also wiedergekommen und hast gesagt, jetzt muss es sein? Na, das, jetzt muss es sein, mit Gewalt geht gar nichts. Ich bin gefahren und habe geschaut, wie es läuft und ich war ja nicht alleine. Auch das Jahr zuvor, wo wir ausgefallen sind, habe ich ein Loch in den Ventildeckel gefahren und habe aber geglaubt, das Öl kommt aus der Entlüftung und das wäre nicht viel gewesen. Aber aus dem Ventildeckel war es viel und dann ist der Motor trocken gelaufen und wir sind in Führung liegen mit einer Minute Vorsprung ausgefallen. Das war bitter. Und das Jahr drauf, der Co-Pilot ist nur 10 Kilometer weit gekommen nach dem Tankstopp und Fahrerwechsel und dann war der Motor kaputt und das Jahr drauf hat es dann funktioniert. Wir hätten auch nicht gewinnen können gegen die Ducati, weil mein Co-Pilot war eine ganze Minute pro Runde langsamer als ich. Das hat mich sehr gewundert, denn der Mann war auf der Isle of Man schon erfolgreich, das war der Hans-Otto Bodenhut. Ich weiß nicht, warum er da eine Minute langsamer war. Entweder hat er ja immer schnellere Motoren als ich, er fuhr ja auch BMW, weil er war immer nur ein bisschen hinter mir. Und da hat er eine Minute gefehlt. Vielleicht war es auch der große Respekt vor meinem Motorrad. Warum, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hätten wir da nicht gewinnen können, wenn die Ducati nicht ausgefallen wäre. Beinahe hätte ich Kawasaki gesagt. Also am Anfang habe ich mich auch schwer getan. Ich war ja schon viermal als Zuschauer drüben und bin jedes Mal ein paar Runden gefahren. Ich war kein direkter Neuling. Aber wenn du im Straßenverkehr rumfährst und mit 50 durch die Ortschaften fährst und dann mit 200 durch die Ortschaften, da sieht die Strecke wieder ganz anders aus. Und da musste ich mich rantasten. Es gibt Stellen, da siehst du nicht, wie es weitergeht. Und dazu muss ich sagen, auf der Isle of Man, wenn man das erste Mal im Rennen fährt, muss man sich von einem erfahrenen TT-Fahrer instruieren lassen. Das war bei mir Heinz Ludringhauser, ein Gespannfahrer. Und der hat den Spruch losgelassen, während ich bin mit dem Auto gefahren und er saß nebendran. Er muss dann schriftlich unterschreiben, dass er mich instruiert hat. Und da sagte der, wo du nicht hinsiehst, Vollgas. Ich habe dann einen Bericht für Motorrad geschrieben über meine erste TT und da habe ich diesen Spruch von die Geschichte erzählt vom Heinz Ludringhauser, wo du nicht hinsiehst, Vollgas. Dann kommt doch Motorrad glatt mit der Überschrift, wo du nicht hinsiehst, Vollgas. Ich habe mir von Dieter Braun einen solchen Anschiss eingehandelt, das glaubt ihr nicht. Die haben sich damals gerade um die Sicherheit bemüht, die Top-Fahrer, Dieter Braun, Phil Reed und solche Leute, Giacomo Agostini. Und dann kommt der Däne und sagt, und den hinsiehst Vollgas. Tja, und da ist aber was dran. Es gibt so viele Stellen, da ist nur die Strecke so ein bisschen versetzt und da ist eine Hecke oder irgendwas, du siehst nicht, wie es weitergeht. Kannst stockvoll durchfahren mit weit über 200. Mein BMW nicht, weil das war nicht weit über 200. Aber das sind die Dinge, die man lernen muss auf der Isle of Man. Und dann muss ich sagen, habe ich eigentlich immer wieder die Runden präzise hingekriegt und immer wieder ein bisschen schneller. Es braucht lang, bis man da so richtig schnell ist. Mein Vorsatz war immer, hier darfst du nicht stürzen, langsam angehen, immer präzise fahren, nicht mit Brecheisen, das geht nicht. Das war mein Vorsatz und dann habe ich
die Mauern und so alles nur als Hinweise gesehen, wie es weitergeht. Und da darf man keine Angst davor haben, sonst wird es nichts. Jetzt wollen wir doch noch eine Brücke schlagen zu unserem ursprünglichen Thema. Gibt es auf der TT einen Unterfahrschutz? Nirgends. Nirgends. Da gibt es echte Mauern, wie schon gesagt, Telefonhäuschen, Telegrafenmasten. Häuser. Der David Jeffries hat ja einen Telegrafenmasten gefällt, wie er ums Leben gekommen ist. Das ist einfach grausam, sowas. Aber man muss das ausblenden, man muss sich auf die Linie konzentrieren. Und da ist durchaus so ein Telegrafenmasten mal ein Ziel. Dort, wo man hinschaut, fährt man auch hin. Da kannst du sagen, okay, wenn ich den Telegrafenmasten sehe, dann muss ich umlegen. So kann man sich das erarbeiten. Ja, es ist schon lang genug. Wir machen jetzt einfach Schluss. Ich kann nur allen raten, macht mal einen Fahrerlehrgang mit, ist am Nürburgring. Da lernt man das richtige Motorradfahren viel besser als irgendwo anders. Da testet man auch am besten, die ganze Automobilindustrie dieser Welt testet am Nürburgring. Warum? Weil diese Strecke alles bietet, was der Mensch braucht oder auch nicht. Und das macht Spaß. Aber wenn ich mir das so anschaue, was hier so rumsteht, das sind die gleichen Leute, die bei den Fahrerlehrgängen sind, nämlich die Alten. Die Jungen kommen nicht. Die sind oft genug auf die Fresse gefallen und wollen jetzt endlich fahren lernen. Ja. Ja. Also von meiner Seite danke fürs Zuhören. Viel Spaß heute Abend noch. Helmut, wir danken dir für dein Kommen. Servus.